Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War Soulstorm. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, die Tau aus dem Rennen zu schmeißen und ich muss sagen, das war doch an manchen Stellen, gerade gegen Ende hin, so ein kleines, wie nenne ich es, Ärgernis. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ärgernis trifft es wirklich ganz gut. Ich würde sagen, wir erobern mal wieder im ersten Part ein paar Gebiete, bis so 20, 30 Minuten. Und im nächsten Part kümmern wir uns um die Orks, oder? Spricht eigentlich nichts dagegen. Hier ist echt keine Entscheidungsschlacht in Sicht, ne? Okilidokili. Wir gucken erstmal die Schäden an unseren Truppen. Wir sehen eindeutige Schäden. Shit, wir haben nichts mehr. Gut, wir werden es auf die traditionelle Art machen, würde ich sagen. Wir kümmern uns einfach mal um den Brockenberg-Ausläufer. Level 3, das sollte gehen eigentlich. Außerdem haben wir die AK-Kanone auf unserer Seite. Die wird nochmal ordentlich Damage machen, bevor wir da antanzen. Ihr habt es ja gesehen, mit dem Effekt der AK-Kanone dezimieren wir die feindliche Infanterie in den jeweiligen Gebieten. Deshalb ist das neben Sturmbasis, finde ich, eine der geilsten Fähigkeiten ever. Und erleichtert einem das Leben schon sehr. Und ohne große Umschweife greifen wir an. Bang. Gewöhnt euch dran. Der Effekt wird jetzt immer kommen, wenn wir angreifen. So eine riesige Explosion. Könnte man sich vorstellen wie so eine Atomexplosion. So ein Atompilz. Aber das ist eine andere Sache. Wir werden uns jetzt um den letzten Ausläufer der Tau kümmern. Ich meine, der General ist ja abgehauen. Kann sein. Vernunft ist was für Schwache. Und wisst ihr, was das Beste ist, Leute? Wie ist euer Wunsch? Ich weiß auch noch genau, wo die Basis vor dem ist. Wir werden das Ziel Tausend Stimmen vor Schmerz schreien hören wir noch nicht. Darum. Ich kann es kaum erwarten. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Kills auf unserem Konto. Bringt mich zu ihnen und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Dann können wir endlich das letzte Upgrade für unseren lieben General nehmen. Und das letzte Upgrade, das hat es in sich, Freunde. Wer es noch nicht kennt, dem werde ich auch nichts vorenthalten. Das wird einfach nur geil, sage ich euch. Bin unterwegs. Sieg ist sicher. Wie kann ich dienen? Macht mal. Wir dienen euch und ihr gebt uns die Macht der dunklen Götter. Die dunklen Götter wachen über uns. Wachen sie? Ich verstehe nicht, wie... Okay, als Space Marine kann ich gut verstehen, wie man da verlieren kann. Ich bin auch scheiße mit Space Marine. Um zu dienen, Meister. Die dunklen Götter wachen über uns. Mein Leben ist verwirkt. Die Schwachen schlagen zurück. Hallöchen, Popöchen. Ich will nicht unbedingt meine Geißel wieder verlieren. Das wäre äußerst unangenehm für mich. Die Chaosgötter sprechen zu mir. Na, Oka. Ne, Oreska. Sorry. Jetzt bist du dran. Dankeschön. Der Boden erzittert unter jedem. Das war ein sauberer Durchlauf. Bringt mich zu. Du kannst, man könnte es aber auch quasi. Oh nein, hier ist ein Flügel. Als sauberen Einlauf bezeichnen. Komm. Schlachtet alle ab! Was ich an Tau so kacke finde, die Feuerkrieger, die kosten Unmengen. Also, ihr wisst ja, dass man für die 190 bezahlt, ne? Die Tau schlagen mal eben mit 210 zu. Das tut schon weh. Lauf denen mal bitte hinterher. Oder du lässt es natürlich, das kannst du auch. Für die dunklen Götter. Wir müssen vernichten.
Wir dienen euch und ihr gebt uns die Macht der dunklen Götter. Ich könnte einen Generator... Warum baue ich hier eigentlich... Oh. Hört ihr auch diese Stimmen? Oh. Warum baue ich hier eigentlich? Es bringt ja sowieso nichts. Es ist ja sowieso im nächsten Zug wieder weg. Für die dunklen Götter. Lassen wir das einfach mal. Dann müssen wir halt den Basisbau ein bisschen auf die Völkerschlachten reduzieren. Aber was soll's. Hallöchen. Wie meine Geißel direkt Hallo sagt. Ja, das war easy. Also ich weiß nicht, warum die ganzen Völker hier Probleme haben an dieser Stelle. Ich habe keine. Einfach schnipp, schnapp und durch. Gut, liegt natürlich jetzt auch daran, weil wir schon eine gute Armee an unserer Seite haben. Aber, boah, die sehen so schlimm aus vom Namen, ne? Also ich so, Zug beenden. Hallihallöchen, lieber Gorgatz. Genau, Gorgatz hieß der nette Mann. Der nette Ork. Ork. Machen wir halt nochmal den Brockenberg. Warum nicht? Das ist der Weg in die Schwache. Wir dienen euch und ihr gebt uns die Macht der dunklen Götter. Für die dunklen Götter. Vielen, vielen Dank. Das kennen wir ja schon. Ne? Ich nehme da ja auch nichts vorweg, wenn ich sage, provoziert mich nicht, dass das jetzt gerade eine Wiederholung von der ersten Schlacht ist. Was immer ihr wünscht. Ja. Wir brauchen Gegner. Liebe Freunde, wir haben uns heute hier wieder an dem Brockenberg Ausläufer versammelt, um den dunklen Göttern wieder ein kleines Opfer zu bringen. Auch wenn sie grünhäutig sind und, naja. Ich sag's mal ganz nett, nicht ganz dicht im Kopf. Zwei Raptor-Champion. Natürlich, wir erfüllen eure Wünsche. Hallöchen, Popöchen. Natürlich, wir erfüllen eure Das Problem eure ist Wünsche. Natürlich, dass jetzt wieder Gorgatz hier irgendwo rumstreuen. Ich hasse Gorgatz als Gegner. Wir erfüllen eure Wünsche. Wie gesagt, das ist halt der stärkste Held, ne? Und das merkst du schon. Das Chaos. Zumindest noch. Uns aus. Hallöchen. Das ist der Weg in die Hölle. Na, wie geht's? Kennst du mich noch? Was wollen Sie? Komm schon. Bringt mich zum Feind. So, jetzt gibt's hier mal ihr Metzel. Das ist das Chaos. Ja, dann. Wenn mein Held einmal zuhaut, ne? Gibt es kein Erwachen. Kein gutes Erwachen, sag ich. Selbst mit einem Level 1er kann ich es hier aufnehmen. Und weg. Einmal Sushi komplett, bitte. Ich brauche schon gar nichts mehr. Ich müsste eigentlich nur noch mit meiner Armee durchrennen. Also das hier ist gerade echt ein bisschen einseitig. Ich will aber nicht unbedingt, dass du kaputt gehst. Oh, war das knapp. Das war echt knapp. Na, du auch? Nein? Okay. Dann halt nicht. Der Horrortrupp, der kommt jetzt dazu. Wir ziehen jetzt im Übrigen weiter. Wir verstärken mal das Gebiet. Nur aus Sicherheitsgründen. Reine Sicherheitsgründe, wohlgemerkt. Reine Sicherheitsgründe. Machen wir das so. Generatoren brauche ich nicht unbedingt. Ich bin ja quasi direkt nebenan. Mit einem kleinen Bonus auf allen Ressourcen. Warum eigentlich nicht? Außerdem haben wir genug Zeit. Zwei große Basen. Da kommt schon wieder die Einschränkung, ne?
Wir haben eine große Armee. Es sind nur Orks, ne? Lasst mich mal bitte kurz überlegen. Das. Komm, wir machen das so. Wir kümmern uns um die vergessenen Inseln. Wir müssen nur einen schnell raushauen und dann war's das. Ich weiß auch schon genau, wo der ist. Genau hier. So. Wie ist euer Wunsch, Meister? Ihr bleibt mal hier. Ihr seid. Ja, Meister! Sofort! Segne uns, Meister! Zack. Machst du davon welche? Das wird ein nettes Opfer. Opferlücke. Wir sind hier, um zu dienen. Segne uns, Meister! Bauen wir mal da. Vielen, vielen Dank, Meister! Das ist gut, dass meine Geißel vorrückt, ne? Panzer gegen MGs. Ich denke, das sollte diesmal passen. Für die dunklen Götter. Der Weg ins Verderben. Ruft mir noch ein paar. Machst du das? Hört ihr auch diese Stimmen? Die Warporte rückt näher. Oh ja, und schon ist der Moscherbeutrupp gänzlich kaputt. Jo. Na, wie geht's? Alles klar bei dir? Läuft bei dir? Beim nächsten Gegner bin ich mir überhaupt nicht sicher, wo der ist, ne? Das vergesse ich jedes Mal. Ja, Meister, Meister. Spürt den Zorn des Chaos. Ja. Spürt den Zorn des Chaos. Auweia. Die Chaosgötter sprechen. Warum habe ich mir eigentlich nochmal Sorgen gemacht? Wahrscheinlich bin ich von schwer noch ein bisschen geschädigt. So leicht geschädigt. Wie der Warpraum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Was mache ich mit euch? Ich habe keine Ahnung. Wir erwarten eure Befehle. Ja, es mach schon. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, Meister. Leg dich nicht mit mir an. Wurm. Wo ist jetzt der Letzte? Ich habe... Achso, das war meine. Ich habe gerade echt extrem keine Ahnung, wo die Typen sind. Wir befehlen. Gegner! Wir brauchen Gegner! Wir sind die Zerstörer! Ist Kanonenfutter, also ist berechtigt, was ich hier tue. Da unten sind sie nicht. Wir sind Chaos. Da hätte ich sie eben gesehen. Mächtig. Wir haben den Namen des Chaosgötter, Meister. Wo könnten die nur sein? Hier? Ich will mich jetzt nicht zu weit von meiner Basis wegbewegen. Leg dich nicht mit mir an, Wurm. Das wäre eigentlich zu... Das wäre zu offensichtlich. Meister! Das wäre zu offensichtlich. Tod den falschen Imperator! Wir sehen euch! Sind unterwegs! Wo? Tod den falschen Imperator! Ich wollte schon sagen. Tod den falschen Imperator! Ihr seht Orks! Das ist ja wunderbar. Wann greifen wir an? Das heißt, die Orks sind hier. Die haben auf mich gewartet, seht ihr das? Das ist sogar nett von denen. Bäh. Sie werden die Schmerzen im Namen des Chaos eingenommen. Oh Gott, das tut mir richtig leid. Oh Mann. Mhm.
Sie werden den Schmerz kennenlernen. Der Weg, das wir brauchen. Welcher Schmerz? Sie werden erlöst, meine Damen und Herren. Gibt das wenigstens jetzt die 5000er Killmarke? Ich bitte euch. Wir sehen das Ziel. Wir werden ihnen das Fleisch von den Knochen reißen, was für Schwache. Wir sehen das Ziel. Vernunft ist was für Schwache. Ja, sehr einseitig. Ich brauche schon gar nicht mehr Angst haben vor Sachen über 7. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Wir haben wieder keinen Bonus gekriegt. Schade. Aber guck mal, wie viele Truppen wir da bitte haben. Das ist auch nicht mehr schön, was wir da haben. Einen Chaos-Hexer könnte ich eigentlich auch gebrauchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Kommandante, El Kommandante. Habe ich was verloren? Nö. Gut, ich kann weitermachen. Ich habe das Gefühl, der will es mir einfach machen. Kann das sein? Oder auch nicht. Wir schränken die so ein bisschen in ihrer Bewegungsfreiheit ein, habe ich das Gefühl. Macht aber auch nichts. Denn dann kümmern wir uns um sie. Theoretisch könnte ich das doch genau so machen. Ich greife jetzt das Gebiet an, beende den Part, mache die Orks im nächsten Part. Danach, ja, danach, passet auf, liebe Freunde, werde ich die Space Marines killen und mich auf den Weg zu den Necrons machen. Ach, meine Planung ist wieder so gut. Nicht vergessen, wir können es uns ja leisten. Bumm. Dun, 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 dun. Jetzt haben wir sogar noch mehr Ressourcen, als wir irrtümlich hatten. Ja, 300. Gegner. Das geht. Wir brauchen Gegner. Ich weiß ja schon, wo der Gegner ist. Also, das grenzt schon fast an Cheaterei, mit so einem Wissen hier anzutreten, aber mein ich habe Leben da keine Hemmung vor. Keine. Natürlich, Meister. Gewähre uns die Gunst der Chaosgötter, Meister. Euch will ich nicht unbedingt an der Front haben. Ihr wart teuer. Ihr könnt getrost bei den Orks sterben. Oder gar bei einer anderen Festung. Aber nicht hier. Ah, die Chaosgötter sprechen zu mir. Ja, was wetten wir, dass der da oben ist? Stirb, loyaler Abschaum! Die Schwachen schlagen! Was wollen Sie? Ich liebe es, wenn ich recht habe. Das ist das letzte Mal! Wo kommt. Ich bin nicht euer Futter. Wo kommt der bitte auf einmal her? Ich habe hier das Sagen. Vernunft ist was für Schwache! Ich finde das gar nicht so geil. Dass du hier meine Leute verprügelst. Kommandante gegen Kommandante. Wer ist stärker? Ja, da seht ihr nochmal. Das Chaos ist unangefochten. Ich kann es kaum erwarten zu befehlen. Ja, da, 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 da. Euer Befehl. Tja. Ein Glück habe ich keine Hemmungen gegen Chaos. Gegen Chaos, genau. Ich kämpfe gegen mich. Nein, gegen Space Marines anzutreten. Ich war noch nie ein Freund von Space Marines. Werde ich auch nie. Jo. Hallöchen. Ja, einfach mal alles verloren. Läuft bei denen. So. Sind unterwegs. Komm schon, 5000 Killmarke. Das wäre jetzt das perfekte Ende. Spätestens nach der nächsten Stadt haben wir sowieso.
komm schon. Obwohl, die produzieren nicht so viel, ne? Das ist bitter. Bitter, bitter, böse bin ich hier. Kein Entkommen. Fertig. Bereit zum Abholen. Auserwählter Champion. Halli, hallo, hallöchen. Gesell dich zu mir, mein Freund. Theoretisch kann ich dieses Sechsergebiet auch noch machen. Ich guck mal, was jetzt so läuft. Er will nicht. Will der Space Marine denn? Ja, er will es nochmal versuchen. Dann gönnen wir ihm doch den Spaß. Ich kann ihn ja verstehen. Man kann es ja mal probieren, ne? Das will ich auch gar nicht abstreiten. Das finde ich sehr, sehr... Ja, sozial passt nicht. Wie der Warp-Raum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. So. Da sind wir wieder. Mal wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Ohne irgendwelche nennenswerten Änderungen. Wir haben immer noch unsere deftige Armee, sag ich mal. Und der Gegner hat sein Oberkommandierenden. Das ist der Weg in die Hölle. Deshalb also. Ich habe hier das Sagen. Ja, du mit deinem Dämonenhammer, ey. Zack. Macht mal. Ihr schafft das hier vorne. Geißel du im Übrigen auch, bitte. Machen wir hier einen Zweikampf. Wir sind böse, wir dürfen das. Ein bisschen schummeln geht immer. Ja. Mal abgesehen davon, dass es ihnen überhaupt nichts gebracht hat. Tja, da kommen noch mehr, mein Freund. Das tut mir jetzt wirklich so ein bisschen leid, ne? Hört ihr auch diese Stimmen? Ja. Sie sagen mir, du gewinnst. Du bist der Beste. Der Beste. Ich will der Allerbeste sein. Na, wer kennt's? Wahrscheinlich jeder. Fresst Stahl, Blood Ravens. Ihr Luschen. Du kannst gerne mitmachen. Oder auch nicht. Na, da keine Lust. Naja, soll mir auch egal sein. 5000 Kills? Ja. Verflucht. Wie viel brauche ich denn noch, bitte? Habe ich eigentlich schon den Champion? Ja, habe ich. 700. Gott verdammt nochmal. Egal. Wir kümmern uns jetzt gleich direkt um den lieben Mr. Ork. Und ja, wir sehen uns dann jetzt gleich sowieso wieder. Bis gleich.